So, wir sind wieder zurück zu My Colony und zwar gehen wir jetzt hier wieder. Das ist jetzt sozusagen der Ladebildschirm. Wenn wir draufklicken, geht's weiter. Wenn wir noch warten wollen, dann wartet man. Aber wir klicken jetzt rein. Denn wir haben jetzt, ich habe jetzt hier festgestellt, wir haben theoretisch die Hürde mit der Selbstversorgung. Der Ausbau, der Fortschritt einer Kolonie haben wir erreicht und rein theoretisch wäre es das ja jetzt, weil nämlich wir können jetzt hier alles erlernen. Ich lerne gerade vieles nebenher. Es wird vieles zwar noch sehr, sehr teuer sein und schwierig und so weiter, aber rein theoretisch hier haben wir es sozusagen geschafft. Wir haben den Sprung zur Selbstständigkeit hier gemacht und ja. Man kann jetzt theoretisch noch weiterspielen und alles freischalten, aber das hier ist eben halt ein Planet, also das ist der Beginnerplanet, da ist es am einfachsten von allen Planeten und daher denke ich mir mal, dass, ja, wir haben es eigentlich für soweit geschafft, so. Man kann jetzt natürlich hier noch weiter ausbauen, noch Verbesserungen machen. Man kann hier zum Beispiel diese Häuser hier verkaufen und die fortschrittlicheren dorthin setzen und sowas alles. Man kann es also weiter ausbauen, weiter ausschmücken und was es nicht alles gibt. Jetzt kann man zum Beispiel ganz zum Beispiel hier noch so Fisch und sowas anbauen. Das ist aber eigentlich gar nicht so interessant. Brauchen wir es aber trotzdem mal kurz. Wenn man alles schneller haben will und mehr Kolonie, also Kolonisten und sowas alles, kann man natürlich auch mehr Landing Point, hier die Pads. Die Position hier muss man allerdings immer 3x3, ist das. Muss man sich gut überlegen und von da an laufen die Leute ja los. Deswegen muss man gucken, dass die in der Nähe von möglichen Jobs auch meistens sind, damit die schneller dorthin finden. So, es gibt natürlich auch tausend andere Sachen, die ich hier nicht gebaut habe, da ich das nicht für lebensnotwendig finde. Ich habe nämlich mir das hier so gemacht, dass ich hier Essen, Strom, Wasser, Jobs habe, die eben halt am wichtigsten sind, um zu überleben auf einem Planeten, um ihn zu kolonisieren. Und das ist eben halt My Colony und ab dem Punkt finde ich dann manchmal das Spiel einfach nur noch, ja, es läuft halt. Ne, also es läuft nur noch. Du lässt es einfach nur noch laufen, damit du die Forschung und sowas bekommst. Wenn du richtig hardcore, also wenn du richtig sagen willst hier, hey, das Spiel werde ich sehr schnell durchkriegen, musst du ganz viele Labore bauen, damit du auch ganz schnell die ganzen Gebäude und sowas freischalten kannst. Und dann kannst du nach und nach alles nachziehen. Und dann kannst du, also kann man das sozusagen sehr schnell spielen. Was dann noch zusätzlich noch wichtig ist, zum Beispiel, ist nicht nur eben halt die Forschung, sondern auch das Geld. Man muss viel Geld produzieren, damit, weil später immer mehr man Abgaben hat. Ja. Ja. Ist halt einfach so, aber das ist, macht nicht wirklich viel Sinn. Deswegen habe ich sowas bis hierhin immer gespielt, weil es bis hierhin auch spannend meistens ist, ob man es schafft, die Kolonie überlebend, also lebend zum Erfolg zu bringen, zum Selbstversorger sozusagen. Ich könnte es jetzt hier tagelang durchlaufen lassen, also eigentlich schon fast unendlich lang durchlaufen lassen und es wird meiner Kolonie gut gehen. So. Wichtig bei diesen Punkten ist natürlich, man braucht immer so viele Leute, die kommen können und sollten, wie man Jobs hat. Ich zum Beispiel habe Jobs 263 und habe Kapazität 254. Das heißt, ich müsste sogar jetzt, damit alle Jobs hier, alle Jobleute hier eben halt da sein können und so weiter, müsste ich jetzt hier zum Beispiel wieder ein paar Häuser bauen, so, zack. Die werden gebaut, ist klar, und
Ich empfehle tatsächlich auch immer, wenn man diese verbesserten Bodenplatten bzw. Wege, Möglichkeit hat, die zu bauen, dann sollte man sie auch ergreifen, denn die sind geradezu unerlässlich. So. Und um natürlich zu gewährleisten, dass die Leute gesund bleiben, hat man hier so eine Gesundheitszentren. Die setze ich immer am Anfang und am Ende so einer Reihe hin, damit es eben halt sehr gut ist mit der Gesundheitsversorgung der Stadt bzw. der Bewohner. Hier zum Beispiel das ist so ein Forest, das ist so ein Waldteil. Da kann man jetzt gucken, wenn man wirklich Holz braucht, dass man so eine Wälder hier anpflanzt. So, zack. Und der hat dann auch was zu tun und holt auch ein bisschen Holz. Weil für manche Sachen, meine Lieben, braucht man tatsächlich Holz. Allerdings ist das auf anderen Planeten anders. Es gibt immer eine andere Ressource oder sowas, wo man wirklich darauf achten muss, was es ist und wie erledigt man das sozusagen. So, wir haben jetzt theoretisch hier mehr als genug Strom. Da kann nämlich sogar einfach mal was ausfallen. Wir haben die Kapazität für mehr Leute, als wir Jobs haben. Das ist sehr gut. Das ist eben halt ganz gut. Also wir haben hier auch Geld, das wir generieren. Wir haben genug mehr als Essen. Wir haben Rum. Wir haben Reifen. Wir haben eigentlich so ziemlich alles, was entscheidend ist, um zu überleben. Nicht jetzt unbedingt den Rum. Also jetzt nicht auf den Alkohol jetzt nur noch die Gedanken kreisen lassen oder so, aber den haben wir eben halt. Wir produzieren kaum bis gar nichts davon, aber wir haben ihn halt. So. Strom ist auch gegeben. Was ich auch zusätzlich noch finde, ist dieses sortierte Bauen. Das ist bei einer guten Stadt ist es immer durchdacht, zu gucken, wo ist es sinnvoll, was hinzusetzen und ist es gut, dass es in der Nähe von bestimmten Dingen steht. Wie zum Beispiel Wasserpumpen in der Nähe von Gewächshäusern. Gewächshäuser und Anbaufläche brauchen immer Wasser. Genauso wie die Menschen. Also theoretisch, ich denke immer weiter, als das Spiel eigentlich wirklich hier sozusagen das eigentlich nötig hat, weil man muss keine Wasserleitung bauen oder so wie in SimCity oder sowas. Oder City Skyline oder wie auch immer die ganzen Bauspiele damals hießen, wo man wirklich ganz viele Leitungen und sowas bauen musste. Nee, hier habe ich das so gemacht, dass ich mir das immer angeeignet habe, immer beides zusammenzusetzen, weil ich weiß, ah, da ist die Produktion der Ernährung. Da ist die Wohnfläche, damit die auch einen Rückzugsort haben und nicht mitten im Geschehen leben. Ne? Also sozusagen am Rande. Und dann habe ich dafür gesorgt, dass sie auch gesundheitlich, falls es denen, ja, klingt verrückt, aber falls es denen vor der Arbeit oder nach der Arbeit schlecht geht, können sie direkt dorthin gehen und dann haben sie es nicht mehr weit nach Hause. So. Aber natürlich hat man auch, während man hier arbeitet und sowas alles, habe ich hier natürlich auch ganz viel Erste Hilfe gesetzt, damit es auch während ein Arbeitsunfall quasi stattgefunden hat, dass sie auch direkt geholfen werden kann. So, Wassertürme und Nahrungstürme hier, um zu lagern, habe ich auch nebeneinander gesetzt, damit ich einen Überblick habe, wo ist es, wie viel haben wir davon und reicht es. So, Strom setzt sich auch immer zusammen, weil es dann leichter zu bauen ist und man kann die Straßen sorgfältig gerade dran langziehen. Forschungszentren brauchen keine Anfahrt von Autos, deswegen habe ich da keine Straßen gesetzt. Man kann rein theoretisch hier jetzt auch so eine Straße bauen, das geht auch, damit die Autos hier zu dem Ablagern hier kommen und sowas alles, aber rein theoretisch, wie gesagt, das ist eigentlich nicht mal notwendig. So. Die Autos werden dadurch schneller. Man sieht hier zum Beispiel, wie schnell die Autos hier langrasen, hier auf den Straßen. Die werden langsamer bei den alten Straßen und ganz schnell eben halt bei den richtigen Straßen. So. Die haben jetzt so kurz aufgehört, hier zu arbeiten. Die wählt man dann mit Doppelklick aus. Funktioniert seltsamerweise nicht immer. Und klickt eigentlich ins obere Eck hier in eine solche Mino und dann arbeiten die normalerweise wieder. Ja, man hofft es zumindest.
So, da die Ressourcen, man verliert ja hier schnell Ressourcen und sowas alles. Hier die Ressourcen, hier zum Beispiel hier die ganzen Gold und normalen Ressourcen hier zum Bauen, die Standardressource halt. Also Dreck, Erde, wie auch immer. Also eigentlich ist es hier Eisen, soll das sein, aber es sieht mehr wie Dreck oder so aus. Die kann man dann hier anbauen, die kann man auch, dann mache ich immer so eine lange Fläche, so zwei Reihen oder so, und dann bauen die ab automatisch. Und das mache ich mit Gold auch, da nicht ganz so viel, weil ich da nicht ganz so viel produziere. Und dann hat man auch da eine unendliche Ressource. Man muss aber auch darauf achten, dass man Fläche für die freilässt und guckt, dass wie die Autos immer fahren, so vielleicht auch Straßenanbindung. Wie zum Beispiel, ich mache das jetzt mit den billigen mal. Wie zum Beispiel hier, damit die gesamte Fläche erreichen ganz schnell bei den ganzen Minen. Und dann baut man die Minen immer auf die gleiche Weise immer hier hin. Und dann wird auch die Gewinnung erhöht. Dadurch, dass sie schneller fahren, können sie schneller produzieren bzw. abbauen und abliefern. Und das ist dann auch schon mal ein riesen Vorteil. So, ich denke aber auch, ich habe das jetzt lang und breit alles erklärt. Ich bin gespannt, ob ihr es auch spielt oder ob ihr es gespielt habt. Habt ihr es auch angetestet? Und schreibt mal eure Erfahrungen und euren Lieblingsplaneten. Wir sehen uns dann vielleicht auf einem nächsten Planeten oder in einem anderen Spiel. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.